Sonic Frontier, Sonic Movie 2. Was eine wilde Nacht bei den Game Awards. Zusammen mit Reed. Was geht, hallo. Und Kara Jim. Hallo. Haben wir als die drei größten Sonic-Fans darauf reacted. Und sagen wir mal so. Oh! Es war wirklich wild. Das ist soweit. Jungs, jetzt geht's schon los. Als ob. Okay. Es geht los. Junge Ben, da ist er. Jetzt geht's los, Jungs. Was? Das ist Ben Schwartz, der Sprecher von Sonic in dem Film. Okay, Jungs, es wird richtig ernst. Digga. Es wird richtig ernst. Jungs. Oh, er wird schon Gun verfolgt. Digga, es ist echt Gun. Let's go. Digga, Adventure 1, anfangen. Eins vor allem. Ja, ohne Witz, da startet er doch auf diesem Ding. Ach stimmt, stimmt, stimmt. Imagine Chaos kommt. Digga, einfach Amazing Spider-Man 2. Alter, Chaos! Oh, wie er steht. Oh, ist schon geil, da schaut ein Mond, Alter. Ey, das sieht so cool aus. Was passiert? Oh mein Gott. Ark? Oh mein Gott, wer kommt? Ach, der Eggman. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, die Glatze! Warum hype mich die Glatze so sehr? Papa's got a brand new stash. Oh, oh mein Gott! Junge, es gibt Chaos Emeralds! Ist das ein Chaos Emerald oder Master Emerald? Master Emerald, glaube ich, der war groß. Master Emerald! Da kommt Tails. Nein, der war safe größer. Also Master Emerald ist safe größer. Digga, was ist dieser Tornado? Was ist das? Tails sieht so heftig aus. Ja. Oh mein Gott. Ey, das ist so cool gemacht. Digga. Der Tornado. Endlich mehr mit Sonic zu tun. Oh shit. Wow. Oh, es geht ab, Oh, viel bessere Locations auch. Ja. Geil. Oh mein Gott. Mit Tails. Digga, das ist der Master Emerald. Habt ihr das gesehen? Ja, sag ich doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Jungs, das wird so wild. Come on. Super Sonic. Oh. Knuckles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga. Oh mein Gott. Warum ist er so stark? Digga, er hat ihn einfach absolut aufs genommen. Digga, er ist der Antagonist, weil Eggman ihn verarscht. SA1 Reference. Was hat er gesagt? Bei Knuckles, Leute. Der lebende Chaos Emerald, deswegen ist er so stark. Es ist SA1. Jungs, Leute, ich hab meine Cam umgebracht beim Dingsen. Ey Jungs, das war so heftig. Das sah so stark aus. Ey Jungs, können wir darüber reden, dass der Sonic 2 Film so viel besser sein wird als der Sonic 1 Film? Ja, das wird er mal besser. Weil das halt legit jetzt auch ein bisschen über Sonic mehr geht, anstatt den scheiß Cop. Nichts gegen den Cop, der war cool, aber. Allein diese Knuckles-Szene hat alles gefickt gerade. Digga, Game Awards sind milliardenmal besser als Oscar, Digga. Oscar, ja, gar nicht, Digga. Digga, was ist dieser Oscar? Okay, bevor wir jetzt zu der Sonic Frontiers Reaction kommen, ganz kurz. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, weil so kleinen Channels halt wirklich ultra hilft. Und weiter geht's mit der Reaction. Oh! Okay, Jungs, jetzt wird's richtig ernst. Digga, bei mir ist das so heftig. Warum ist das bei mir so verzögert? Oh mein Gott. Alter, die Grafik ist so sick. Was geht ab? Yo. Alter, die Grafik sieht so krank aus. Das Geistermädchen, oder? Das Geistermädchen. Sonic over here, hat die gesagt. Ja, das kann sein. Ey, das ist so krank, dass sie diesen Teaser quasi fortsetzen. Das ist so cool. Die Grafik ist so krass. Hä, aber von was wird er gejagt? Was geht da ab? Wo ist er? Schön aus. Er kann nicht schwimmen, Jungs. Das sieht Oh mein Gott. Ist das in-game, though? Digga. Das ist doch never in-game. Digga, das ist doch never in-game. Das ist in-game. Oh mein Gott. Digga, ist ja einfach Breath of the Wild. Das ist echt Breath of the Wild, Digga. Heilige Scheiße. Ich glaub das nicht. Das ist nicht real. Digga, das sieht so geisteskrank aus. Nein. Alter, die Tower. Und wer kommt jetzt? Oh shit, Jungs. Nein! Was? Hä? Und wer ist der Gegner? Warte, vielleicht kommt noch was. Vielleicht kommt noch was. Bitte. Oh! What the fuck? Was? Hä? What the fuck? Come on, Digga. Come on. Oh mein Gott. Sonic of the Colossus. Ja. Digga, kein Eggman, kein Tails, kein gar nichts. Genau wie ich es erhofft habe. Genau. Kein Eggman, kein Tails. Genau wie ich es erhofft habe. Du hast literally vorher gesagt. Oh mein Gott. Ganz kurz ist euch aufgefallen, als er da stand, ne? Das war einfach die Sonic Forces Stehanimation. Ja, yeah, oh mein Gott, bitte nicht die Engine. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass es zu leer werden könnte. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil diese Locations sahen ultra empty aus. Und das Wichtigste ist, die Engine muss nice sein. Das muss momentum-based sein. Wirklich 70%, 60% des Games. Weil wenn die Engine kacke ist und es macht nicht Spaß, durch diese Welten zu laufen, so dann eben bockt halt einfach nicht. Eben. Das CGI sieht wieder richtig nice aus. Aber CGI ist auch immer eine Täuschung, weißt du? Ja, genau. Aber Leute, das hier ist so real. Leute, das hier ist so real. Also grafisch, geisteskrank. Ja. Die Switch muss eine andere Version bekommen. Das kann nicht auf der Switch laufen, ja. Ich muss sagen, ich bin gehypt, aber ich gehe da ein bisschen kritischer ran. Weil Sonic Forces hat mir beim letzten Mal ein bisschen Angst gemacht. Ich muss jetzt abwarten. So CGI-technisch geisteskrank. Also, das ist ja nicht mehr normal. Ihr müsst bedenken, kommt dieses CGI auch im Game? Weil Sonic Forces kam auch in den Trailern CGI, aber dann kam das halt nicht so in real. Stimmt. Wir können jetzt davon vielleicht ausgehen, dass sie einfach nur erstmal showcasen wollten, wie das insgesamt aussieht, grafisch in-game. Und deswegen sich das so ein bisschen aufbewahren für den Actual-Gameplay-Trailer. Aber wir müssen das absolut mit Vorsicht genießen. Würde ich auch sagen.
Der Hype ist ehrlich gesprochen trotzdem schon ziemlich real. Wir haben hier nach noch ein bisschen weiter diskutiert und analysiert und wer das sehen will, schaut gerne bei Kader Gym oder bei Dread vorbei. Alles unten verlinkt. Dort gibt es nämlich diese Reaction nochmal etwas ausführlicher, etwas länger und ruhiger und mit weniger Cuts. Wer sich dafür interessiert, schaut gerne auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Entweder es wird das Banger-Game aller Zeiten oder es wird Wackshit. Aber Leute, Sieger packt das schon. Oder? Liken, abonnieren, Glocke. Jetzt erstmal fett pennen gehen, liebe Freunde.